Die äußere Gebetshaltung. Mehr Schein als Sein. Er kniete nieder, fiel auf die Erde, auf sein Angesicht und betete. Lukas 22, 41, Markus 14, 35 und Matthäus 26, 39. An dieser Stelle wird das erste Mal erwähnt, welche Haltung der Herr Jesus beim Gebet einnahm. Er kniete nieder. Dadurch nahm er äußerlich die Haltung ein, die ihn innerlich kennzeichnete: Abhängigkeit und Unterwürfigkeit. Selbst in dieser dunklen Stunde ehrte er seinen Vater durch seine Demut im Gebet. Die Schwere dessen, was vor ihm stand, ließ ihn zu Boden sinken. Sein heiliges Angesicht, das noch kurze Zeit vorher auf dem Berg in Herrlichkeit gestrahlt hatte, berührte jetzt den Staub des verfluchten Erdbodens. Nur wenige Stunden später sollte er im Staub des Todes liegen. Psalm 22, 16. Doch auf diesem Berg, wo er einmal in Angst und Bestürzung niederkniete und auf seinem Angesicht lag, werden in Zukunft einmal seine Füße stehen, wenn er in großer Macht und Herrlichkeit erscheint. Siehe Zacharias 14, Vers 4. Das Wort Gottes zeigt uns, dass Männer Gottes in unterschiedlichen Haltungen gebetet haben. Abraham blieb vor den Herrn stehen, als er mit Gott um die Gerechten in Sodom rang. 1. Mose 18, 22. Mose warf sich vor ihm nieder, als das Volk furchtbar versagte. 5. Mose 9, 18. David setzte sich vor dem Herrn hin, um mit ihm zu sprechen, nachdem er von Nathan eine prophetische Botschaft bekam. 2. Samuel 7, 18. Salomo kniete und breitete seine Hände zum Himmel aus, während er bei der Einweihung des Tempels betete. 1. Könige 8, Vers 54. In dieser Haltung betete auch Esra, als er sich mit anderen über das Versagen des Volkes Gottes demütigte. Esra 9, Vers 5. Elia beugte sich zur Erde und legte sein Angesicht zwischen seine Knie, als er siebenmal dafür flehte, dass Gott nach mehr als 3 Jahren wieder Regen geben möge. 1. Könige 18, Vers 42. Daniel hatte die Gewohnheit, 3-mal am Tag seine Knie im Gebet vor Gott zu beugen. Daniel 6, Vers 11. Auch von Paulus lesen wir öfter, dass er beim Beten kniete. Apostelgeschichte 20, 36 zum Beispiel. Es ist interessant und einleuchtend, dass wir in der Bibel wiederholt Menschen betend auf ihren Knien finden. Wir denken besonders an unseren Herrn in Gethsemane. Lukas 22, 41. Durch diese Haltung drücken wir sowohl unsere Unterwürfigkeit als auch unsere Abhängigkeit aus. Wie viele Siege haben Männer und Frauen Gottes im Lauf der Jahrhunderte schon auf den Knien errungen. Doch wir sollten auch, was die Gebetshaltung angeht, keine ungeschriebenen Gesetze aufstellen. Neben dem Gebet in der Kammer ist es beispielsweise auch immer wieder gesegnet, beim Spazierengehen oder Autofahren mit Gott zu reden. Und da ist es erfahrungsgemäß von Vorteil, die Augen offen zu halten. Kniest du dich zum Gebet hin, weil du es schon immer so gemacht hast? Oder nimmst du diese Haltung bewusst ein, um auszudrücken, dass du abhängig von Gott bist und dich seinem Willen unterordnest? Was kannst du dafür tun, dass dein Gebetsleben nicht zu einer bloßen Pflichtübung wird? Benutze im Alltag die Gelegenheiten, die Gott dir gibt, um auch zwischendurch immer wieder mit ihm zu reden. Seid reichlich gesegnet.